So, ich grüße euch. Da sind wir wieder. Neue Runde, eure Fragen, unsere Antworten, beziehungsweise meine Antworten. Und diesmal habe ich leider nicht mein kleines schwarzes Buch dabei, das ging leider verloren. Deswegen muss das Smartphone herhalten. Es waren jetzt dieses Mal nicht so viele Fragen von euch, aber sie waren zweisprachig, deswegen wird der zweite Teil dann, also der zweite Clip Englisch sein. Aber jetzt fangen wir erstmal mit euren Fragen an. Okay, erst, ja, das war klar, dass die Frage mal kommt. Ob wir Coyote Brown aus dem Programm nehmen? Das wurde, glaube ich, dreimal gefragt. Nein, wir nehmen Coyote Brown nicht aus dem Programm. Die Artikel in Coyote Brown sind deswegen nicht lieferbar, weil der Stoff zurzeit nicht lieferbar ist. Zumindest nicht in der Qualität, die wir gern hätten. Und deswegen sind die zurzeit ausverkauft. Wir kehren Coyote Brown nicht den Rücken zu, wir werden es auch weiterführen und wir arbeiten mit Hochdruck daran, es wieder in den Job zu bringen. Kann nur noch dauern, ich kann noch nicht mal versprechen, ob es dieses Jahr noch wird. Aber wir arbeiten dran. Okay. Okay. Darauf war ich nicht so ganz vorbereitet. Welche Messer ich im Moment bei mir habe. Also, das einmal. Fixed Blade, leicht modifiziertes SE3. Leicht modifiziert, das heißt, die Beschichtung ist ab, die ist abgelöst. Und im Rucksack habe ich ein Leatherman Wave. Kann ich da eigentlich gleich weitermachen? Welches Multitool verwende ich und zu welchem würde ich raten? Ja, ich verwende seit 1995 nur Leatherman. Ich habe mein erstes Leatherman gekauft im Juli 95. Das war noch das Ur-Leatherman. Da gab es kein Leatherman Wave, Leatherman Tool. Es war einfach nur das Leatherman. Da gab es nur dieses eine. Und das existiert heute noch. Warum würde ich nur Leatherman kaufen? Ganz einfach. Selbst für dieses 95 gekaufte Tool würde ich heute noch kostenlos Ersatzteile von Leatherman bekommen. Das kann mir so kein anderer Hersteller bieten. Und es ist tatsächlich so, ich habe für dieses Leatherman bis heute noch keine Ersatzteile gebraucht, obwohl ich es täglich nutze. Deswegen, prinzipiell, ich nutze nur Leatherman. Und wenn jemand wirklich Geld in Multitool investieren würde, dann würde ich immer sagen, Leatherman Wave. Wenn man sicher andere Tools, vor allem die Victorinox Tools, die Schweizer Tools sind auch klasse. Ich habe damit keine Erfahrung, deswegen kann ich es auch nicht empfehlen. Ich habe seit 95 Erfahrung mit Leatherman. Die Erfahrung ist durchweg gut, deswegen empfehle ich Leatherman. Okay, berechtigte Frage. Stellt ihr die BX-Serie ein oder ist sie für euch uninteressant geworden? Ich kann mir vorstellen, wo die Frage herkommt. Bei den BX-Artikeln kamen in letzter Zeit nicht sehr viele Neuheiten, das ist richtig. Das ist in vielerlei Hinsicht bedingt. Zum einen fehlt uns jetzt eben Kurt Braun als Material. Das hat uns ein bisschen ausgebremst, vor allem die Suche nach Ersatzmaterial. Zum anderen ist es einfach so, dass in der letzten Zeit ziemlich viele Projekte sich hingezogen haben, dass auch andere Teile innerhalb der Firma einfach wichtig waren, andere Projekte. Deswegen ging BX ein bisschen langsamer. Aber nein, wir stellen es nicht ein. Wir sind dabei, unsere Produkte zu optimieren. Wir sind auch dabei, es auszubauen. Gerade für den Winter haben wir ein paar neue Sachen geplant, die so jetzt bis jetzt noch nicht bei uns im Shop waren. Also nein. Definitiv nicht, wir stellen BX nicht ein. Wir optimieren es zurzeit und werden auch dem Ganzen treu bleiben. Okay. Dachte, das wäre bekannt. Nächste Frage ist relativ simpel. Ich habe ja auch gesagt, ihr könnt es gerne auch nicht produktbezogene Fragen stellen und zwar. War die Frage, wie lange bist du jetzt eigentlich schon bei Bugatti und was hast du vorher gemacht? Also, ich bin bei Bugatti fix seit 2007, das sind jetzt 6 Jahre. Gleich von Anfang an bin ich bei BX eigentlich mit eingestiegen, beziehungsweise habe das Projekt mit gegründet. Und was habe ich vorher gemacht? Ich habe vorher so einiges gemacht. Ich habe einen Gesellenbrief als Handwerker, ich habe auch eine Zertifizierung als IT-Systemkaufmann, habe da vorher für Firmen wie Kabel Deutschland oder Siemens gearbeitet. Und ja,
Jetzt zur Zeit bin ich eben bei Begari, das Ganze jetzt seit 6 Jahren. Ja, das waren die Fragen, die von euch aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Ich habe noch ein paar von Kunden aus dem englischsprachigen Raum. Die werde ich jetzt dann getrennt machen. Wäre schön, wenn ihr da auch mal reinschaut. Ist sicherlich auch interessant für euch. Und ich versuche mein Bestes, nicht allzu sehr wie Arnold Schwarzenegger zu klingen. Also schaut's doch mal rein. Für euer Interesse bis jetzt vielen Dank und ich hoffe, eure Fragen kommen weiter. Macht's gut!